bei meiner Behörde ist im November eine Strafanzeige von ihm eingegangen. Er erstattet dort Strafanzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation. Und in dieser Strafanzeige bringt er zum Ausdruck, dass es wohl eine solche übergreifende, vielleicht von nationalen Geheimdienstbehörden unabhängige große Organisation gibt, die wohl vieles beherrscht, sich in die Gehirne der Menschen einlinkt und dort bestimmte Dinge dann abgreift, um dann das Weltgeschehen zu steuern.